So, Licht ist natürlich absolut schrecklich, weil ich keine Ahnung von sowas habe. Aber ich teste das jetzt einfach mal. Also ein paar Früchte, die ich vorhin gekauft habe, für die, die das Haul-Video nicht gesehen haben. Das ist alles vom Netto. Da haben mich ein paar Sachen gereizt, wie frische Kaktusfeige, frische Feige, Physalis, ach, wie heißt die eine Frucht nochmal? Passionsfrucht. Ja, waren die. Eigentlich waren die doch kleiner. Also ich habe die kleine Erinnerung. Die hier hinter der Feige liegt. Die Passionsfrucht. Dann habe ich noch eine Birne aus. Da habe ich ja jetzt schon zweimal gesagt, dass mir bisher noch keine Birnen hier geschmeckt haben. Weder Bio noch konventionell noch regional Demeter. Und jetzt habe ich eine von Privater liegen und werde mal gucken. Dann werde ich noch Weinbeeren vom Netto testen, einfach aus Spaß. Und ja, die Erdnüsse, konventionelle Erdnüsse. Und eine Gourmet-Banane. Und hier ist alles konventionell, außer die halt die regionale Birne, die Tomate und die Weinbeeren. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Sachen öffne. Ich werde jetzt einfach direkt einen Feldversuch starten. Also die ist schon relativ weich, die könnte reif sein. Ich weiß echt nicht, also hier ist erstmal so eine Haut. Und da kommt dann die Frucht. Ich weiß nicht, ob man das dann abschälen muss oder ob man das mit essen kann. Ich habe mich null informiert, habe ich noch nie gegessen. Aber das soll jetzt dann zum Test sein. Schmeckt erstmal nach nichts. Aber doch, der Weiße kann man mitessen. Vom Geschmack her. Also schmeckt ziemlich gut. Nur, ich bin jetzt schon auf jeden Fall Stärkeres gewohnt vom Geschmacklichen, also ein stärkeres Geschmackserlebnis. Aber es kann auch daran liegen, dass ich gerade ein Blatt Minze gegessen habe und mein Rachen sich total frisch anfühlt und ich irgendwie die Atemwege, die ja mit dem Riechorgan verbunden sind, jetzt irgendwie gestört sind. Fühlt sich zumindest so an. Auf jeden Fall das Minzblatt, das hatte ich auch geholt, Bio, das war richtig geil. Also es ist geil als ein Kaugummi und macht schön den Rachen frei. Ein Minzblatt reicht da. Und mir schmeckt die Feige auf jeden Fall ziemlich gut. Nur zu wenig. Ich will jetzt auch nicht hier ganz essen. So. Dann die Birne. Ich glaube, die ist noch nicht komplett reif. Na doch. Und die schmeckt gut. Die hat auch keinen bitteren Nachgeschmack. Auch nicht von der Schale her. Die schmeckt sehr gut. Also regional. Von privat. Kann ich mir auch gut einen Birnenmus vorstellen. So, hier haben wir eine Kaktusfeige. Auch keine Ahnung, wie man die isst. Naja, die riecht nicht so geil. Überhaupt nicht. Boah. Auch keine Süße, fast kein Geschmack, also ziemlich wässrig. Und schmeckt eigentlich genau wie die riecht. Oh, ist jetzt konventionell. Aber je tiefer ich geschnitten habe, desto besser riecht es eigentlich. Ja, ansonsten riecht das so ein bisschen nach Klo irgendwie. Ist aber sehr interessant. Auch ziemlich frisch schmeckt die. Erinnert mich halt so ein bisschen jetzt an die Minze, die ich gegessen habe. Nicht vom Geschmack her, sondern von dem Effekt, von dem Frische-Effekt. Aber da werde ich mir auf jeden Fall mal ein Kilo bei Orkos bestellen. Deswegen habe ich die halt geholt, um das auszuprobieren. Die Kerne esse ich jetzt einfach mit, keine Ahnung. Die Banane hat schon ein paar Pünktchen, ist jetzt halt nicht vollreif. Aber wird jetzt zum Testen schon lang.
Riecht nicht gut. Riecht erstmal überhaupt nicht nach Banane. Zweitens riecht es auch ein bisschen nach Pisse oder Gülle. Das, was die wahrscheinlich auf dem Feld auch halt verteilen. Das habe ich bei Bananen öfters gehabt, dass ich auch bei Bio-Bananen, dass sie für mich einfach nach Gülle und Pisse riechen. Also die werde ich mir nicht gönnen, aber die probiere ich natürlich. Schmeckt auch ein bisschen so. Aber jetzt nicht so schön, wie es riecht. Doch, die hat auf jeden Fall ein eigenes Aroma. Die schmeckt ziemlich süß. Und cremig. Und hat ein eigenes Aroma. Einmal beiß ich noch an. Dann kann ich wahrscheinlich auch ganz essen, wenn ich den hier schmeißen will. Sollte man aber nicht aus konventioneller Haltung holen. Aber schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr cremig. Fast schon wie Butter. Kann bestimmt für einige Rezepte benutzen. Und hat auch ein richtig schönes Aroma. Aber wie gesagt, es schmeckt ein bisschen nach. Ja, eigentlich riecht es nur nach Gülle und Pisse ein bisschen. Und ja, ist wahrscheinlich voller Chemikalien gepumpt. Einfach eine ganz normale Tomate. Bio-Tomate von Netto. Da bin ich jetzt nämlich seit Wochen die von Demeter gewohnt, deswegen wollte ich jetzt mal einen Vergleich starten. Ja. Schmeckt ziemlich langweilig. Auch auf jeden Fall besser als konventionell schmeckt sie. Kann man auf jeden Fall nutzen und essen. Aber kann man auch alleine für sich essen. Aber jetzt die von Demeter, die sind wirklich ein Geschmacksgenuss. Und sind jetzt auch nicht die teuersten. Also, die haben 1,50 Euro pro 500 Gramm gekostet. Und bei dem kriege ich für 3,60 Euro ein Kilo, also 1,80 Euro pro 500 Gramm. Also, das ist nicht ein großer Preisunterschied. Ja. Passionsfrucht. Ich schneide einfach alles stupide auf. Riecht nicht gut, aber dann merke ich auch sofort, wenn die naturbelassen wäre, da kann ich mir schon vorstellen, wie die riecht und schmeckt. Dann wäre das nämlich richtig geil. An was erinnert mich das? Ja doch, Passionsfrucht ist Maracuja, ne? Weil daran erinnert mich das. Ein bisschen relativ säuerlich, kann sein, dass sie nicht reif war. Da sind so Kerne drin, wo dann so Fruchtfleisch drum ist. Kann ich nicht empfehlen. Kann man essen. Aber ist jetzt nichts Besonderes und ist relativ säuerlich. Im Nachgeschmack trotzdem ein bisschen süß. Oh, dass ich das hier gleich alles durcheinander noch aufessen muss. Aber egal. Ich glaube bei Weinbeeren, also die kann ich nicht empfehlen, die sind zu teuer, das hatte ich schon vorher gesagt. Sind aber Bio. Rosinen schmecken eigentlich alle gleich bisher für mich. Aber zum Spaß einfach mal. Hat auf jeden Fall eine ordentliche Süße, halt, wie für eine Trockenfrucht. Hat keinen bitteren oder scharfen Nachgeschmack, wie es manchmal ist bei Weinbeeren. Auch ziemlich gut, aber kriegt man in noch besserer Qualität sogar noch günstiger. Von Den Re zum Beispiel oder Rapunzel. Das ist sogar noch günstiger als das. So, hier mal Physalis. Da muss ich ganz klar sagen, ne. Also die könnte gut schmecken, wenn die... Irgendwie ändert die mich nach Bier. Ohne Witz. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen vergoren sind oder sowas, keine Ahnung. Die ändern mich irgendwie nach Bier. Nach süßem Bier. Und nach Pisse, nach Klo ändern die mich wieder. Das ist kein Witz. Dann noch Erdnüsse. Ich weiß nicht, ob die Gewürze sind. Ich kann sie nicht drauf.
Aber wahrscheinlich, weil Amerika drauf stand. Als Ursprungsland. Aber dann sind die halt in der Schale gerüstet. Alter. Die schmecken nach gar nichts. Nach nichts. Richtig krass. Die kann ich verschenken oder mir irgendwie einen Keller auflagern für Notzeiten. Ja, schmeckt wirklich nach gar nichts. Aber ich habe letztens noch Erdnüsse gegessen von, also letzte Woche vom Naturkosthof. Ein richtig geiler, voller Geschmack, der sogar süchtig machen kann. Und das hier schmeckt nach nichts. Also Fazit: viele Früchte schmecken wässrig nach nichts oder nach Toilette. Aber die regionale Birne vom Privat, die ist die erste Birne bis jetzt, die ich für gut befunden habe, für ziemlich gut sogar. Die Maracuja ist zu säuerlich, kann ich nicht empfehlen. Die Feigelfrische kann ich empfehlen, obwohl die relativ wässrig ist und nicht so stark im Geschmack, aber schon ordentlich Zucker hat. Die Gourmet-Banane konventionell kann ich nicht empfehlen, obwohl die interessant ist zum Testen, kann man die auf jeden Fall mal holen. 88 Cent für 250 Gramm. Die ist cremig, hat ein sehr starkes, ein relativ starkes Eigenaroma, was man so von Bananen sonst nicht kennt. Ist halt wirklich sehr cremig und riecht aber für mich nach Kloake, also nach Klo. Tomaten, Gurken und Paprika würde ich immer also regional in Demeter- oder Bioland-Qualität kaufen. Dann schmecken die richtig gut. Da kann man die alleine für sich essen, sogar als ganze Mahlzeit, weil die so gut schmecken. Zur Not kann man die halt essen. Ja, und den Rest hier werde ich jetzt verspeisen. Bis dann.